Die meisten Menschen haben nicht die leiseste Ahnung davon, wie genial das Akkordeon ist. Nicht nur, weil es dich überall hin begleitet und Menschen zu den unterschiedlichsten Anlässen in Stimmung bringt, es ist ein klangliches Chamäleon, das sich vielseitig in Ensembles und Bands einfügt. Flötenartig, orgelartig, streicherartig. Saxophonartig und natürlich unverkennbar traditionell. Vor allen Dingen, und das dürfte dich verblüffen, ist es am Akkordeon aber möglich, ohne jede Vorerfahrung so einfach wie an keinem anderen Instrument direkt Musik zu machen. Lass mir da doch gerne kurz einen Kommentar da. Was hast du bisher gehört oder selber erlebt? Ist Akkordeon lernen einfach oder schwierig? Vielleicht sagst du ja, ich will doch einfach nur in einer Band mitspielen. Da sind sicherlich ein paar Gitarrenakkorde doch viel einfacher als Akkordeon zu lernen. Oder ich möchte von Klassik bis Pop einfach Musik entdecken. Das dürfte am Klavier mit den Tönen, die einfach auf Tastendruck kommen, doch sicher viel einfacher sein. Hey, lass dir nicht entgehen, was du in diesem Video für fantastische Möglichkeiten entdecken wirst, die dir nur das Akkordeon bietet. Zuerst mal denkst du vielleicht, halt stopp, das sieht ja schon so kompliziert aus und da muss man sicher 1000 Dinge beachten. Und damit hast du recht. Die bis zu 168 Knöpfe auf der linken Seite sind in einem ganz anderen System angeordnet wie die Tasten rechts. Um überhaupt einen Ton erzeugen zu können, musst du zusätzlich zur Fingerbewegung auch noch unabhängig am Balg ziehen und drücken. Dann gibt's Register, die ganz unterschiedliche Klänge erzeugen, die jeweils in unterschiedlichem Kontext gespielt werden. Und wenn du ein großes Instrument hast, dann musst du dich blind orientieren, weil du deine Finger gar nicht sehen kannst. Wie soll also ausgerechnet mit so einem Gerät möglich sein, am einfachsten Musik zu machen? Was aufs Erste so kompliziert aussieht, ist in Wahrheit ein richtiges Geschenk. Die Knöpfe links sind mit einem genialen System angeordnet, das dir ermöglicht, schon in deiner ersten Stunde beeindruckende Begleitfiguren zu spielen, für die du an Gitarre oder Klavier in der Regel mehr als ein Jahr an Fleißarbeit investieren müsstest. Außerdem musst du nicht erst wie bei einem Streich- oder Blasinstrument jahrelang an der richtigen Technik feilen, zum Beispiel an der Lippenspannung oder an der Bogenhaltung, bevor du überhaupt einen sauberen Ton rauskriegst. Einfach Finger drauf, Balg bewegen und genießen. Natürlich hat das Akkordeon auch seine Herausforderungen, zum Beispiel die Unabhängigkeit links und rechts. Aber ob du an diesen Herausforderungen verzweifelst oder jede Hürde mit Spielfreude nimmst, ist eine volle Frage der richtigen Methode. Auch ganz ohne erst Noten lernen zu müssen oder trockene Vorübungen zu machen. Du wirst am Ende des Videos wissen, warum Akkordeon auch für dich das perfekte Anfangsinstrument ist, um wieder Musik zu machen oder von Null an mit Musik machen durchzustarten. Neugierig? Dann leg mal los! Ich habe mich ja schon mit der Behauptung aus dem Fenster gelehnt, dass es am Akkordeon viel einfacher ist, fortgeschrittene Begleitungen zu spielen als zum Beispiel an der Gitarre oder am Klavier. Dafür brauchen wir jetzt ein Praxisbeispiel. Also nehmen wir an, du möchtest mit anderen Instrumenten zusammenspielen oder Gesang begleiten, dann reicht es am Akkordeon, nur einen Finger zu drücken und schon hast du einen vollständigen Akkord. Ich gehe an der Stelle jetzt gar nicht so drauf ein, was es mit den Akkorden und mit der Musiktheorie auf sich hat. Du wirst die Wirkung hier hören. Akkord und Akkordeon, da besteht ja schon vom Namen her ein Zusammenhang. Es ist das einzige nicht elektronische Instrument, das mit nur einem Knopfdruck einen vollständigen Akkord spielen kann. In der rechten Hand müsste ich zum Beispiel drei Töne gleichzeitig drücken und diese unterschiedlichen Kombinationen wissen, um was Ähnliches zu spielen, was die linke Hand mit jeweils nur einem Finger macht. Für die allermeisten Volkslieder und einfacheren Kompositionen brauchst du nicht mehr als nur drei Finger übereinander, egal in welcher Tonart. Und das schauen wir uns jetzt mal an Happy Birthday an. Oft reicht es vollkommen aus, zum Beispiel den Gesang mit so einem Klangteppich zu begleiten. Wenn du möchtest, dass die Begleitung mehr in die Beine fährt oder zum Beispiel zum Schunkeln einlädt, dann spürst du Bass und Akkord einfach nacheinander. Sieht einfach aus, gelingt dir auch garantiert innerhalb von wenigen Minuten. Wann deine Finger eine Reihe hoch oder runter gehen, um Spannung zu erzeugen, oder wann sie wieder in die Mitte kommen, um zu entspannen, kann ich dir übrigens locker innerhalb von einer Woche beibringen. Am Klavier müsstest du schon sehr begabt sein, um so eine Begleitung mit einer Hand in deinem ersten Jahr zu schaffen.
Und auch an der Gitarre sieht es ganz schön schwindelerregend aus. Es lässt sich auch so kreativ mit diesen einfachen Griffen umgehen, um Stimmungen zu erzeugen. Ja, schicken wir Happy Birthday zum Spaß einfach mal nach Moll. Dann ist alles, was ich tun muss, in der linken Hand zwei Finger zu verändern. Ganz anderer Charakter, und fantastisch, um kreativ zu werden. Wenn du jetzt sagst, okay, schön und gut, aber so einfache Volkslieder, das ist ja gar nicht die Musik, die ich machen möchte. Nee, das gilt auch für sämtliche andere Akkordverbindungen. Im Pop zum Beispiel muss ich zu diesen drei Akkorden übereinander nur noch einen dazu nehmen und habe schon diese vier Akkorde, aus denen tausende Pop-Hits komponiert wurden. Zum Beispiel Despacito. Begleitmuster von Polka bis Samba lassen sich, ähnlich wie du Fahrrad fahren darfst, übrigens mit der richtigen Methode in deine Finger automatisieren, sodass du die Abläufe nie wieder vergisst und voll den Kopf frei hast, die unterschiedlichsten Melodien drüber zu spielen. Und das ist der Schlüssel, dass du auch ohne ein Stück vorher trainiert zu haben, zu einer Gruppe dazukommen kannst und einfach auswendig nach Gehör mitbegleitest. Wie du gesehen hast, ist das Akkordeon das Instrument der unendlichen Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten bergen aber auch die Gefahr, dass man sich zu viel vornimmt oder sich verzettelt. Ich glaube, wir Menschen haben irgendwie so einen Instinkt, dass wir immer alle Möglichkeiten ausreizen wollen, die wir haben. Was nämlich viele Anfänger, aber auch Schulwerke und Lehrer leider machen, ist vollkommene Überforderung. Dieses unabhängige Spiel von linker und rechter Hand wird am Anfang zu früh als selbstverständlich vorausgesetzt und dadurch geht's schwer voran, führt zu Frust und viele Erwachsene schmeißen an dieser Stelle unnötigerweise schon das Handtuch. Mit der richtigen Methode und in den richtigen kleinen vorportionierten Häppchen ist gerade der Start am Akkordeon so gespickt mit täglichen Wow-Erlebnissen und macht einfach Lust drauf, Musik zu entdecken. Damit du das auch nachempfinden und die fantastischen Möglichkeiten des Akkordeons entdecken kannst, habe ich noch was ganz Besonderes für dich. Spiel drei Stücke, nicht in Tagen, sondern innerhalb von Minuten. Das ist dir möglich mit einem kostenlosen Videokurs, den ich für dich aufgenommen habe. Ich möchte, dass du einfach genauso Spaß an der Musik hast wie ich und meine Schüler. Und wenn du hier in der Videobeschreibung nachschaust, findest du den Link, wo du ganz kostenlos Zugriff zu diesem dreitägigen Videokurs bekommst und dich darauf freuen kannst, richtig was aus deinem Akkordeon rauszukitzeln, selbst wenn du noch blutiger Anfänger bist. Und wenn du so richtig Feuer gefangen hast, dass du sagst, ich will von der Pike an wirklich wissen, dass ich die Grundlagen sauber mir aneigne. Ich will in einem motivierenden, inspirierenden Umfeld lernen und ich will sicher gehen, dass meine Lerninhalte auch in meinen Alltag passen. Dann ist ein individuell angefertigtes Coaching für dich genau das Richtige. Und dafür gibt es Akkordeo Pioneers, wo du auch im Unterricht mit mir Akkordeon lernen kannst. Bei Akkordeo Pioneers lernst du innerhalb von 6 Monaten sämtliche Grundlagen für das freie Spiel am Akkordeon. Also von der harmonischen Begleitung nach Gehör über die ganzen Abläufe in der rechten Hand und das Freispiel von Melodien bis dahin, dass du am Ende von Volksliedern, Popsongs bis sogar zu Swing und Bossa Nova eine Grundlage hast, auf der du auch wunderbar autodidaktisch weitere Stücke dir erarbeiten kannst und einfach ein Leben lang Freude am Akkordeon spielen haben wirst. Auch dazu findest du hier in der Videobeschreibung einen Link. Ich freue mich schon super, mit dir Musik zu machen. Also guck in die Links und wir sehen uns ganz bald. Bis dann, dein Matthias. Musik.